sondern dass alles angemalter Stahl ist. Daher haben wir uns eine ganz besondere Technik einfallen lassen, um diesen Raum zum Leben zu erwecken. Und diese Technik darf ich Ihnen jetzt vorführen. Ich kann nicht besonders gut singen, also lassen wir das. Ich kann auch nicht Klavier spielen. Aber ich habe einen wundervollen Techniker da oben sitzen, den Max. Und ich bitte dich jetzt mal, unsere Kathedrale einzuschalten. Max. Herzlich willkommen in unserer Kathedrale auf der Main-Schiff 4. Hier können wir natürlich wundervolle Konzerte spielen, ganz tolle Lesungen geben und den Raum mit Leben zu erfüllen. Hört ihr das? Ohne Mikrofon. Ja? Max, darfst du wieder ausschalten, gesungen wird fertig. Das alles machen wir mit, ihr habt es vorhin nochmal erklärt, ich sage immer 15, ich glaube es sind aber tatsächlich 12 Mikrofone, die hier oben in der Decke verbaut sind, die einfach die Akustik aufnehmen. Und über so ein Steuergerät können wir auswählen, wie möchten wir das wiedergeben. Das heißt jetzt für klassische Konzerte mit sehr viel Hall in verschiedenen Stufen, für moderne Konzerte sind hier unzählige Subwoofer und Boxen verbaut. Also wir können diesen Raum so multifunktional wie nur möglich nutzen. Und das machen wir auch während der Reise mit ganz tollen und verschiedenen Programmen hier. Und dieses Klanghaus ist definitiv ein Highlight. Auf der Main-Schiff 5 nur auch noch mal ganz kurz die Anmerkung, heißt es nicht mehr Klanghaus, sondern Studio. Und das hier ist unser Konferenzraum, da können wir eine Wand zwischenschieben. Im Studio ist dieser Konferenzraum eine Bar geworden. Also müsst ihr euch vorstellen, steht da hinten noch eine Bar, hier schwere Ledersessel, also auch richtig lässig. Wir wollen einfach noch so ein bisschen modernere Animation gehen. Und diese Bühne nutzen unsere kompletten Künstler, ob Theater, Sänger, Orchester, also alles, was wir an Bord haben. Ich hoffe, die Vorführung war grandios und jetzt wäre ich Standing Ovation Time. Max, können wir für die Gruppe die, die Seiten nutzen? Mal einkaufen gehen. Hier kann man
sehen, warum wir Sichtbehinderungsbalkonkabinen haben. Das sind nämlich diese Aufhängungen hier teilweise vor dem kompletten Balkon. Manchmal ist es nur das Dach, was man sieht, wie hier, aber größtenteils, die größte Sichtbehinderung machen diese Aufhängungen der großen Rettungsboote. Na, das sieht man hier sehr gut und genauso ist es auch in der Kabine. Das sind aber sehr wenige. Also wenn ihr im Katalog guckt, das sind wirklich nicht viele, aber wenn man einen Flexpreis-Balkon bucht, dann kann das natürlich sein. Ne? Hier sind wir im Bereich des sogenannten, ja, hier ist so Leben, da hier war unser WM-Studio zum Beispiel, wo jetzt die Wand mit den Büchern ist, hatten wir eine riesige Leinwand während der EM. Hier konnte man die ganzen Fußballspiele schauen. Hier drüben ist unser Spielplatz, das ist unsere sozusagen Teenager- und Spiele-Lounge. Hier kann man sich auch Spiele ausleihen in dem Schrank. Nebendran unser Atelier, wo man sich künstlerisch betätigen kann, wo wir auch Acrylmalerei zum Beispiel anbieten und seit neuestem auch Schmuck-Workshops, die man da macht. Also ich bin nicht Friseur, ich gehe nie zum Friseur, wenn ich dann mal Zeit habe, dann gehe ich auf dem Schiff. Termin machen ist immer sehr gut gebucht. Dann kommen wir hier zum Spa-Bereich. Und hier laufen wir am Sportbereich vorbei. Guck mal, was ich hoffe, dass hier irgendwie was offen ist. Ja, genau. Sportbereich. Laufen, laufen, laufen! Denken 25 Leute. Auch ein mega großes Fenster, wo man eine richtig schöne Aussicht nach draußen hat. Nicht mehr so leider, ne? Aber früher ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr so. Ja, Aida noch, aber. So, wir gehen jetzt ins Theater. Wir haben bei meinem Schiff noch ein klassisches Theaterkonzept. Man kennt es ja auf anderen Schiffen, da ist das Theater an anderer Stelle angebracht. Das ist bei uns nicht so. Wenn die Gäste ins Theater gehen möchten, dann kommt man hier hin, hat wirklich das Erlebnis vom Theater circa eine Stunde am Abend. Es ist so, dass wir jeden Tag Vorführungen haben. Wenn das Theater mal nicht hier ist, dann ist es oben auf dem Pooldeck. Wenn wir zum Beispiel Poolparty haben, dann tritt das Show-Ensemble oben auf. Das ist dann dem jeweiligen Tagesprogramm zu entnehmen. Ansonsten tritt das Show-Ensemble hier auf. Sänger, Tänzer, Schauspieler, Artisten. Die Artisten treten nicht nur im Theater auf. Die treten zum Beispiel auch mal im Atrium auf, lassen sich von der Decke an verschiedenen Positionen des Schiffes. Hinten in unserer Kaffeelounge, die wir später noch sehen werden, treten auch die Klavierspieler gerne auf. Also die werden auch gefühlt. Komisch. Ein Whirlpool. Das ist bestimmt super schön. Wir sind jetzt draußen auf dem Außendeck. Wenn es draußen kalt ist oder windig ist, sich dann schön hier reinlegen. Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir wieder rein. Dankbarer Job, ne? Nö. Genau, gut. Die Suiten Gäste benutzbar. Die dürfen hier den ganzen Tag von 7 bis 19 Uhr sich aufhalten, Champagner genießen, so viel sie möchten, Köstlichkeiten des Küchenchefs hier genießen, was es sich je nachdem an dem Tag einfallen lässt. Und hier in der X-Lounge gibt es unseren Concierge, einen eigenen Ansprechpartner für die Suitengäste, der sozusagen ja, mit Rat und Tat zur Seite steht. Alles, was so Suitengäste an Anliegen haben, wenn sie vielleicht noch keine Idee haben, was sie vielleicht als exklusiven Ausflug machen können, dann kann